Jo Leute, herzlich willkommen endlich zur entscheidenden Folge von den schottischen Spielen. Mit dabei ist natürlich der Januku. Hallo. Hallo. So, in der letzten Folge hatte der Januku verloren und kann sich jetzt das Entscheidende herauswählen. Und wie ihr sehen könnt, ist es Super Jump und wir spielen auf dem Multicube.net. Es ist die Map Saturn und hätte ich dir gesagt, viel Glück, Junge. Und Jump. Mach den Countdown. 3, 2, 1, go. So, man muss auch sehen, ich bin eigentlich recht schlecht, was Super Jump anbelangt. Und ja, die Bestrafung, jeder hat sich eine Bestrafung ausgedacht. Und ja, die wird dir danach sagen, was Bestrafung der ist Gegner hart. Machen muss. Boah. Ich bin so richtig angespannt. Gerade. Nein! Ich war schon fast am Ende. Oh nee, das Scheiße. Oh, boah, man hört sich ich jetzt richtig Gas. Um mir. Das tut mir echt leid, aber. Ja, tut mir leid. Ich bin im Gegensatz zu Pavedio auch super laut und wir reden uns auch dauernd ins Wort und das tut uns auch leid, aber das ist halt nun mal so, wenn man zu zweit den Channel macht. Und man spricht sich da ja nicht ab, was sagt er jetzt für einen Text, was sag ich jetzt für einen Text und ich wette, du bist gleich am Ende. Jo. Nein! Oh komm, nein! Jetzt bin ich runtergefallen! Yes! Oh. Oh. Nein! Oh. Ich war wirklich schon irgendwie 10 Sprünge, ja 10 ist zwar viel, aber ist trotzdem ziemlich kurz, war ich davor und es war richtig knapp. So Leute, also jetzt kommen wir mal zur Bestrafung. Ich habe mir etwas ganz Einfaches und Simples ausgesucht, nämlich Januku kann sehr gut zeichnen und macht es auch sehr gerne. Ich so, mache es gerne. Jetzt ist es so, Januku muss eine Aufnahme machen mit der Kamera, wo sich seine Hände filmt. Oder er muss irgendwie gucken, dass man seine Zeichnung währenddessen, dass er zeichnet, filmen kann. Er muss meinen Skin und seinen Skin, das ist das eigentlich die Hauptsache oder respektive das, was auf der Zeichnung sehen muss oder ja sein muss. Danach muss er den Gewinner, also jetzt mich, als König oder so darstellen, ihn als mein Hofner oder Knecht oder so, keine Ahnung, wie du das machst, ist dir belassen. Und ja, danach. Ja, was kann man noch drauf machen? Muss ein kleiner Text stehen. Natürlich handgeschrieben, Junge. Scheiße. Fünf Dinge über mich, wo positiv natürlich sind, weil ich gewonnen habe. Das gleiche oder so eine Bestrafung hätte der Januku sicherlich ausgedacht. Nee, meine wäre ein bisschen härter gewesen. Okay, das ist ja ich noch Ich kann schlimm, dir jetzt auch mal sagen, du hättest ein Cover von einem Lied machen müssen. Oh, nee. Oh, das ist scheiße. Ja, ja. Okay, wir haben jetzt aber uns auch noch überlegt, da wir die schottischen Spiele haben jetzt uns so überlegt, 4 Folgen, ja, ist ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein bisschen zu lange, bis der entscheidende Sieger gewählt worden ist in dem Sinne. Wir haben uns jetzt gedacht, dass wir schon die schottischen Spiele weiterfahren, das ist klar, denn es macht uns übelst viel Spaß, da ein bisschen gegeneinander zu battlen und ja, gucken, wer der Verlierer ist und so. Wir machen das jetzt aber nach jeder Folge. Machen wir eine kleine Bestrafung jetzt. Ihr könnt auch Bestrafungen in die Kommentare schreiben oder der Januk und ich denken uns einfach solche aus, zum Beispiel eben so ein Cover von einem Lied muss man machen und so. Das ist schon richtig hart. Das ist richtig, ja. Aber es macht uns einfach Spaß, denn wie ihr ja wisst, wir sind echt gute Kumpels und ja, es ist einfach lustig, uns ein bisschen so gegenseitig herauszufordern. Und ja, freut euch auf jeden Fall auf die Zeichnung. Ihr könnt euch wirklich drauf freuen. Das ist wirklich wahrscheinlich große Klasse, was dabei herauskommt. Jetzt nicht einfach nur, weil es mein Kollege ist. Er kann wirklich gut zeichnen. Das werdet ihr danach sehen. Viel Spaß bei dem Video. Dir, Januku, viel Spaß beim Machen. Und das war es jetzt mit der schottischen Folge. Wir werden das auf jeden Fall weiterführen. Und ja, hast du noch was zu sagen, Junge?
Nee, eigentlich nicht, aber ja, ich versuche mich jetzt dahinter zu setzen. Okay, das ist gut. Okay, dann hätte ich gesagt, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt Sachen in die Kommentare, jetzt Bestrafung und so. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.